Mach doch mal ein Kochbuch, haben sie gesagt. Und ich fall auch noch drauf rein. Ja, wo ist denn hier? Ah. Weil ich will es natürlich so richtig, richtig geil haben. Ah. Ich kann euch ja mal auf meine Entwicklungsreise mitnehmen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich begleiten. Und ihr könnt auch darauf Einfluss nehmen. Denn schließlich sind die Dinger ja für euch. Also anschnallen. Los geht's. Ich kann euch noch nicht alles verraten in diesem Video, aber schon sehr, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Und kommen wir mal zu dem Hintergedanken. Der Hintergedanke von mir war, ich möchte ein Kochbuch haben, was nicht einfach nur ein herkömmliches Kochbuch ist, sondern was ein richtig geiles Kochbuch ist. Und zwar, dass man die Rezepte, denn ich biete die ja immer zum Download an, der Hintergrundgedanke an der ganzen Geschichte ist, dass ich ein Kochbuch entwerfe mit Ringbuch, Halterung, ich weiß nicht, wie nennt man das, Ordnerhalter, ihr wisst schon, was ich meine, dass ihr die Rezepte entweder selber ausdrucken könnt und, was natürlich noch viel von Vorteil ist, bei einem Kochbuch ist ja sonst immer alles vorgegeben, das heißt, auf Seite 1 steht auf Seite 1 und Seite 10 ist Seite 10. Nein, ihr könnt es euch selber so zusammensuchen, zusammen ordnen, zusammen ausdrucken und einheften, so wie ihr es wollt. Im Prinzip ein, unendliches Kochbuch, unendlich ist es nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr flexibel und, kauft man eigentlich nur einmal und hat man dann sein Leben lang Spaß. Und da wir gerade bei Leben lang sind, da habe ich dann viel mit mich mit Holz beschäftigt und habe dann auch jetzt hier so Buche gefunden. Problem an der Geschichte ist, ihr seht selber wahrscheinlich, das Ding ist eher so Wellerform als gerade, aber ja gut, das ist eine kleine andere kleines anderes Problem als das, was ich vorher hatte. Ich hatte vorher noch Fichte Sperrholz. Das war aber so gar nicht meins. Achso, jetzt rede ich schon wieder von Holz und ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Oh, Idiot auch, oh mein Gott. Kommen wir mal zum Holz. So, zurückgespult, gedanklich. Meine Idee war es, ein Kochbuch mit einem Deckel und auch einer Unterseite aus Holz zu machen. Finde ich eigentlich ganz geil. A, weil es sehr robust dadurch ist. B, weil es sich sehr wertig dadurch anfühlt. C, weil ich mit dem Laser so viele geile Sachen damit machen kann. Ja, und so bin ich dann irgendwann bei Holz gelandet, habe mich dann mal inspirieren lassen bei Pinterest und habe dann viele, viele, sehr, sehr viele Stunden gepinterestet. Ja, bis ich dann irgendwann die passende Form gefunden hatte, beziehungsweise irgendwann hatte ich dann auch durch ein paar Probestücke, die ich mal gelasert hatte, bin ich dann darauf gekommen, dass ich Buche nehmen werde. Es gibt leider, oder andere Holzsorten sind entweder exorbitant teuer oder sie sind super schwer zu bekommen oder irgendwie, nicht so verfügbar, wie ich sie dann gerne hätte. Nicht Vorteil. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, das Buch soll ja letztendlich auch noch für euch bezahlbar bleiben. Das heißt, ich will es ja nicht exorbitant teuer machen. Klar, man könnte natürlich kanadische Eiche nehmen. Das sieht oberpornös aus und wenn ihr das lasert, sieht das noch viel geiler aus. Aber da kostet der Quadratmeter irgendwas mit 70 Euro ungefähr. Dann habe ich gedacht, alter Schwede, wenn du daraus ein Kochbuch machst, ja, das ist ein ganz großes Kino. Aber das Ding kostet dann irgendwann, also ich müsste dann letztendlich irgendwann so 100, 200 Euro für ein Kochbuch nehmen. Dann habe ich mir gedacht, so, nein. So, und dann habe ich mir gedacht, bleiben wir doch einfach bei der heimischen Buche. Und jetzt will ich aber gar nicht auf die Folter spannen. Ich habe gestern mal einen Prototypen gebastelt. Ich bin da so praktisch jetzt von der Alpha in die Beta-Phase eingetreten und habe mir gestern einfach mal, nur damit ich mal so diesen Look-and-Feel-Faktor habe, habe ich mal gestern so ein Probelaserung, Probebuch gebaut. Das ist allerdings jetzt, Rückseite einmal hier. Das ist jetzt auch DIN A6. Das ganze Kochbuch soll letztendlich DIN A5 werden. Also es wird nochmal doppelt so groß. Aber grundsätzlich seht ihr schon mal den Stil. Das ist so jetzt die Rückseite. Hier mit meiner Unterschrift reingelasert. Also die ist richtig tief drin. Dann habe ich einen Buchrücken. Der ist aus Leder. Und zwar Büffelleder. Bevor die ganzen Veganer und Vegetarier jetzt alle wieder rumholen. Nein, das ist kein echtes Leder, weil das eigentlich auch fast nicht bezahlbar wäre. Es wäre ultra teuer geworden. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal hier so ein cooles Kunstleder, das ist richtig cool, das Kunstleder. So, einmal umswitchen und habe mir auch noch so ganz coole Nieten dafür besorgt. So, und jetzt seht ihr auch schon gleich die Vorderseite. Ihr seht es, Notizen, es ist noch kein Kochbuch, weil es soll einfach nur ein Notizheftchen erstmal für mich sein. Und zwar habe ich hier oben einmal
den Pommesman-Schriftzug richtig reingelasert oder reingelasert auf jeden Fall. Das ist richtig schön, ich weiß nicht, so ein Millimeter, zwei Millimeter ist das drin. Dann habe ich hier unten aber diese gekreuzten Gabeln, Pommesgabeln, dann hier einmal mein Gesicht und hier unten dann Notizen. Also in der Endversion würde dann hier praktisch ein Kochbuch stehen, aber naja, deswegen ist ja auch dieses Video, ihr könnt ja jetzt noch Einfluss drauf nehmen. Also so ist erstmal so diese Grundvariante, wie das Ganze aussehen soll. Jetzt gibt es natürlich in dieser Variante noch viele, viele, viele Sachen, die noch gar nicht so, ja, die mir nicht passen, denn ich will es ja geil haben, also für mich und auch für euch. Deswegen gibt es so ein paar Sachen, die nicht so ganz geil sind. Also erstens ist noch das hier und das hier und das hier ist nicht mittig zu diesem hier. Das heißt, muss ich im Laserprogramm das Ganze nochmal zentrieren. Das stimmt noch nicht, das ist noch nicht stimmig. Dann ist der Kopf, der ist ja hier so drauf geleimt. Das finde ich so geil. Das hat so einen richtig geilen 3D-Effekt. Der hat noch nicht die passende Größe. Das heißt, der muss noch größer gelasert werden. Aber sagt, das sind so Sachen, ja, die kriegst du erst halt mit, wenn du so ein Ding mal in der Hand hältst und sagst dir so, das sieht gut aus, das sieht noch nicht so gut aus. Ne? Also der Kopf, der soll, also wie gesagt, grundsätzlich würde ich dieses Design schon so nehmen wollen. Also so Pommes Man mit dem draufgeleimten Kopf, das finde ich sehr geil. Auch das hier und hier unten würde dann halt eben mein Kochbuch oder Kochbuch stehen, wie auch immer. Und auch diese Aktion mit diesen Nieten, die finde ich auch sehr geil. Allerdings haspel ich jetzt hier gerade nochmal rum. Das ist jetzt ultra scheiße ausgeschnitten, geschweige denn, dass hier oben diese Kanten, dass die cool aussehen. Die sind auch noch, naja, sehr semi. Und das habe ich auch gestern nur auf der Schnelle mit einer Schere rausgeschnitten. Ich muss mal gucken, ob ich das auch lasern kann, weil es nämlich dann viel schöner aussieht. Das mit dem Lasern funktioniert eigentlich so ganz gut. Wie gesagt, das gefällt mir noch gar nicht. Wie gesagt, es muss zentriert werden, der Kopf muss größer. Und das Ganze ist jetzt DIN A6. Es wird dann letztendlich wird's diese Größe hier werden. Also das ist praktisch dann eine Seite. Das ist dann DIN A5 vom Kochbuch. Deswegen müsste ich, oder der Hintergrund ist noch, ich muss auch alle Rezepte, die sind ja jetzt auf DIN A4 formatiert, die muss ich alle noch umformatieren. Beim letzten Rezept habe ich das, glaube ich, schon gemacht. Weiß ich auch nicht. Hat der eine oder andere sich mit Sicherheit schon gefragt, so, wo macht er das denn? Ganz einfach, weil das Ganze dann ja auch da reinpassen muss. Hinzu kommt noch, ich habe es absichtlich nicht in DIN A4 gemacht, weil das die Materialkosten irgendwann noch sprengen würde. Und wie gesagt, das Kochbuch würde, ja, ich könnte es geil ohne Ende machen, aber es wird irgendwann so exorbitant teuer werden, dass es dann sich nicht mehr lohnt. Und das will ich ja nicht. Ich finde, um den Preis mal so roundabout anzusprechen, ich will auf gar keinen Fall höher wie 50 Euro kommen pro Kochbuch. Eher sogar vielleicht sogar drunter. Ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, sobald ich auch nur DIN A4 mache und mache das geiler, dann wird es sofort in Richtung eher 100 Euro. Ich glaube, man könnte mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so mit 50 Euro so Pi mal Daumen leben könntet. Aber weiter im Text. So, das ist ja jetzt erstmal nur ein Notizbuch. Das heißt, hier habe ich einfach nur ein ganz normales Heftchen hier reingedingenst. Das ist jetzt hier auch mit so einem Lederriemen festgemacht. Wie gesagt, in der Endversion wird das ja mit so einem Ringbuch-Gedönsel sein, dass man das ganz einfach lochen kann und abheften kann. Sieht deswegen auch jetzt hier nicht so schick aus. Ich hatte aber auch nur Leder. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch ein Gummibändchen genommen. Das wäre auch ganz cool gewesen. Und dann habe ich ja, genau, vom Thumbnail habe ich da gestern mal. Dafür ist nämlich auch mein Notizbuch da, damit ich mir, weil ich immer häufiger mal Notizen habe, die ich machen muss, dafür ist dann so ein Heftchen ganz gut geeignet. Und deswegen soll es auch in der Küche, deswegen auch Holz unter anderem, weil man es ja auch, wenn man kocht, ja irgendwann auch mal mit grabbeligen Pfoten anfasst oder fettigen Pfoten. Und das wollte ich ja damit umgehen. Das heißt, man kann in der Küche dann ganz normal kochen. Wenn man so ein Rezept mal versaut oder darauf rumgekritzelt hat, kann man sich ganz einfach wieder ausdrucken. Da kommen, wie gesagt, noch viele Sachen, die ich alle später in der Endversion dann erstmal erzähle. Aber grundsätzlich, dass man das halt auch mal mit fettigen Fingern anfassen kann, weil man es nämlich geil abwaschen kann. Aha, da habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht. Ihr wisst ja, ich mache ja Holz normalerweise immer mit Leinöl. Und dieses ist jetzt nicht mit Leinöl beschichtet. Das Geile ist nämlich, gucken wir immer mal Glasreiniger neben mir, wenn ich das hier einsprühe. Sieht man das so? Gucken wir, ich muss aus dem Bild raus und sieht man das so. Aber hier. Seht ihr, wie geil das runterfließt? Geil, das ist nämlich richtig komplett wasserabweisend, das Ganze jetzt. Sag euch, so viele Stunden habe ich recherchiert, unfassbar, bis ich das hingekriegt habe, dass dann diese Oberfläche also nicht nur geschliffen ist, sondern auch richtig wasserabweisend. Und zwar habe ich nach ganz vielen Stunden Recherche herausgefunden, dass der Konterholz sowas Geiles hat. Das ist jetzt, ja, ich mache jetzt mal Werbung, weil Konterholz einfach geil ist, der hat ein geiles Zeug. Das ist hier so ein Holzfinish von ihm selber. Ich kenne ihn auch persönlich. Das ist auf Bienenwachs- und Weißölbasis. Mega geiles Zeug. Und das Geile ist halt eben, dass es diese Strukturen von dem Holz nochmal rausholt. Das Ganze komplett versiegelt, aber die Farbe nicht verfälscht. Denn bei Leinöl hat man ja immer das Problem, dass es dann immer so gelb, so einen Gelbstich bekommt. Und die Oberfläche dann auch immer noch, ja,
letztendlich ist es halt im Holz so rau. Und das macht diese Oberfläche so richtig so, ja, schön griffig, glatt, nachdem ich es geschliffen habe. Und es macht es auch schön wasserabweisend. Und jetzt gucke ich gerade auf den Akku und der Akku sagt, Akku gleich leer. Und ich habe schon wieder zu viel gesabbelt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es generell so findet. Oder vielleicht hat der eine oder andere ja auch Bock auf so ein geiles Notizbuch. Da mache ich auch nochmal wieder zu später nochmal, also warum ich jetzt ein Notizbuch in Papierform habe und nicht in digitaler Form auf dem Handy, wie sie es ja so schön schimpft. Da kann ich auch mal wieder zu machen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ihr sagt irgendwas, das wäre noch geiler oder jenes und welches, ja, schreibt es in die Kommentare, denn wie gesagt, es ist ja euer Kochbuch und deswegen soll es ja auch für uns alle geil werden. Ne, nochmal hier so in der Form. Wie gesagt, grundsätzlich, wie gesagt, bis auf diese Kinderkrankheiten, die alle noch so sind, die ich noch ausmerzen muss. Wie gesagt, das ist ja nur ein Notizbuch. Die Endversion wird ja noch viel, viel geiler. Genau. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich scroll mal durch die Kommentare und guck mal, was ich da noch geiler, noch verbessern, noch anders, noch schöner, noch schicker, noch sonst was machen kann. Und bis dahin. Und tschüss.